Hallo Freunde! Hallo! Herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf unserem Kanal. Wir sind, habe ich noch Sushi-Soße? Das kann sein. Maxim und Danny mit der Sushi-Soße. Den Vielfraß. Ja, Freunde. Nee, ist nicht. Freunde, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video hier von uns, denn wir haben heute eine ganz tolle Überraschung für euch. Das werden wir euch heute erzählen. Und ihr werdet uns so ein bisschen nochmal die Woche Revue passieren lassen. Es ist ja ein bisschen was passiert. Wir reden vielleicht nochmal ein bisschen über das Haus, über Erwartungshaltungen. Und über Dinge, die gar nicht so sind, wie man sie gern hätte, Freunde. Ja, ihr seht, die Falten sind schon da. Die Zornesfalten, du kannst es ja nicht, die Zornesfalten. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Video. Pelletier Verlag, schön, dass es dich gibt. Ja, als erstes möchte ich die große, große Überraschung verkünden, denn heute, an diesem schönen Sonntag, stellen wir, beziehungsweise ich euch, die neue Autorin des Pelletier Verlags vor. Ich bin wahnsinnig stolz, euch Claudis Welt als neue Autorin begrüßen zu dürfen. Und ab heute kann man schon ihr neues und erstes Buch vorbestellen. Und das ist so süß. Es heißt Sammy endlich ankommen. Ein Buch aus der Sicht ihres Hundes, wie quasi der süße kleine Welpen Sammy zu ihr damals nach Hause kam. Und er hat eine sehr, wie soll ich das sagen, eine sehr dramatische Reise hinter sich. Er ist quasi ein Hund, der gerettet wurde aus Bosnien und von einem sehr, ich will gar nicht so viel von der Story verraten. Und wann wurde der Hund gerettet? Und ihr erlebt die Geschichte aus der Sicht des Hundes, wie der Hund zu Claudi gekommen ist. Und wer Claudis Welt so ein bisschen aus unseren Tauschpaket-Videos kennt und vielleicht auch natürlich durch ihren YouTube-Kanal, der wird wissen, dass Claudi so eine ganz liebe, freundliche, herzergreifende Art hat. Und das hat sie in diesem Buch wirklich super rübergebracht. Und ich als Verleger muss euch wirklich sagen, ich bin so stolz auf sie, dass sie eine so schöne und süße Geschichte geschrieben hat. Deswegen hier unter dem Video verlinkt, gebt Claudis Welt so viel Support, wie ihr nur könnt und bestellt euch dieses Buch vor. Es ist wirklich herzergreifend. Auch was ganz anderes als Genre, als was ich schon geschrieben habe. Es ist halt wirklich ein süßes Familienbuch, natürlich auch mit ein bisschen Spannung und ein bisschen Nervenkitzel, das gehört mit dazu, aber es ist ein wunderschönes Familienbuch. Finde ich auch, es hat sich wirklich super, super viel Mühe gegeben. Ich habe das ja so die letzten Monate schon begleiten dürfen, das ganze Projekt, und war immer ganz gespannt, neue Entwürfe und neue Ideen von dir zu hören, die du von Claudi hast, und wirklich, wirklich süß geworden. Ja, also mit Claudis Welt haben wir jetzt insgesamt vier Autoren im Pelletier Verlag. Das ist natürlich einmal Maxim, das ist Nico Abrell, das ist Claudis Welt und natürlich meiner einer. Und da bin ich tatsächlich wirklich stolz drauf. Und ich habe das letztens auch in einem Video schon gesagt, das haben wir ja wirklich nur euch zu verdanken. Hättet ihr den Pelletier Verlag nicht gefüttert und den Verlag erwachsen lassen, hätten andere gar nicht ihre Geschichten erzählen können. Zum Beispiel jetzt wie Claudis Welt in dem Buch. Und dieses Buch, und ich muss euch das ganz ehrlich sagen, ich habe das so gelesen, ich habe auch wirklich ein bisschen Tränchen in den Augen gehabt, weil es einfach so eine süße Geschichte ist von Sammy, dem Hund, wo ich mir so denke, das kann so sein, das kann wirklich alles auch so passiert sein. Und ich glaube, dass genau solche Geschichten wichtig sind, dass sie erzählt werden, weil in der heutigen Welt, in der wir leben, brauchen wir einfach genau diese Geschichten. Und da, finde ich, ist Claudis Welt eine perfekte Ergänzung für uns. Wir waren ja eine reine Männerriege bis jetzt, alle drei schwul. War sie oder ist sie eine perfekte Ergänzung jetzt als Frau bei uns im Team? Ja, ich freue mich auf jeden Fall sehr, dass sie mit dabei ist. Sie hat wirklich was ganz, ganz Tolles gemacht. Und auch, weil ich sie ja aus dem Beauty-Bereich kenne und jetzt nochmal eine ganz, ganz persönliche Seite von ihr und ihrem Familienkonzept mit dem Hund habe, finde ich das wirklich süß. Ja, also ein Buch, welches ich euch absolut empfehlen kann, kann man jetzt vorbestellen, ist hier unter diesem Video verlinkt. Warum mache ich so viel Werbung? Weil ich natürlich möchte, dass auch Claudis Buch richtig, richtig toll läuft, dass sie da richtig tolles, eine tolle erste Welle hat. Und vielleicht ist es auch für euch mal ganz spannend, einen noch anderen Autoren aus dem Pelletier Verlag zu lesen. Wir hatten ja im November das Buch von Nico Abrell, das Buch Unzensiert, und Nico hat ja schon mal für den Deutschen Taschenbuch Verlag geschrieben. Und mit Claudis Welt haben wir eine neue Autorin, die tatsächlich noch kein Buch veröffentlicht hat, was aber auch nicht schlimm ist. Ganz im Gegenteil, gerade das ist für mich noch viel interessanter, weil die Arbeit auch mit Claudi war halt super angenehm, sie war super leicht. Ich glaube, Claudi wird das in ihrem Video so bestätigt haben, dass sie halt auch wirklich alle Freiheiten hatte. Es gab keine direkten Termine. Sie hat mir regelmäßige Feedbacks gegeben.
Sie hat das wirklich gut gemacht. Ich bin sehr stolz auf sie, das habe ich ihr auch gesagt. Und ich freue mich, sie bald besuchen zu fahren. Das habe ich mit ihr auch schon abgesprochen. Sobald die erste Auflage gedruckt ist, bringe ich ihr natürlich auch ein paar Exemplare vorbei. Und dann werde ich Claudi besuchen. Ist eine kleine Weltreise. Aber ich habe das mir versprochen. Und ich möchte natürlich auch Sammy kennenlernen. Wow. Das darf ich als großer, großer Hundefreund und Hundeliebhaber, darf ich mir das nicht entgehen lassen. Ja, auf jeden Fall ist alles unter diesem Video verlinkt. Ja. Und ich freue mich ganz sehr, wenn es endlich draußen ist und wenn ich die fertige Ausgabe vor mir habe. Ja. Wie ist deine Laune, wenn wir das Thema jetzt mal langsam wechseln beim Thema Haus aktuell? Wann kam das letzte Video online? Am Mittwoch. Ihr seid jetzt quasi auf dem Sonntag. Das heißt, es sind jetzt so quasi eine halbe Woche vergangen. Ja, aber auch von dem Tag, wo wir das Video gedreht haben am Mittwoch, ist auch noch mal viel Stimmt. Zeit vergangen. Ja, wir haben ja das Video am Montag gedreht, ja. Genau, also es ist mittlerweile jetzt fast wieder eine Woche vergangen und es ist literally gar nichts passiert. Also, naja, so ein bisschen, das wissen wir nicht. Genau. Also man weiß ja nicht, was im Hintergrund passiert, aber... Genau. Wir sind sehr informationslos. Also letztendlich haben wir ja uns gewünscht am Montag, dass wir bis Donnerstag zumindest irgend so eine schriftliche Bestätigung von der Bank bekommen, dass eine Finanzierung eingereicht wurde. Diese kam nicht und was mich persönlich ein bisschen, ja, ärgert, ist vielleicht zu viel emotional, aber was mich ein bisschen missmutig stimmt, ist, dass ich zweimal an die entsprechende Stelle ja geschrieben habe und keine Antwort bekommen habe. Ich weiß aktuell, dass die Banken völlig überlastet sind, dass es halt ein wirklich sehr, sehr großes, anstrengendes Thema aktuell ist, aber weiß ich nicht, wir kaufen uns ja nicht eine Mikrowelle. Ja. So, ne, da gehört vielleicht, oder vielleicht ist es einfach meine Erwartungshaltung, die ein bisschen zu groß ist, vielleicht erwarte ich da von der Bank ein bisschen zu viel. Ich bin aber trotzdem vom Gefühl her an dem Punkt, wo ich glaube, dass wir in der nächsten Woche die finale Antwort kriegen. Glaube ich auch. Wäre auch jetzt wirklich an der Zeit, weil dann ist ja Mittwoch, beziehungsweise für uns vor einer Woche, uns, ich will nicht sagen, uns läuft die Zeit weg, aber es ist halt, das Eis wird dünner im März. Die Kuh bricht bald ein. So, und da zwei Kühe auf dem dünnen Eis sitzen, ist es halt das Eis noch... Dicke Schlachtschwein und die kleine Elfe. Es ist halt noch ein bisschen dünner, deswegen... Ich bin die Elfe. Hoffen wir, dass wir schnellstmöglich eine Rückmeldung kriegen und dann dürft ihr halt nicht vergessen, wir ziehen ja noch nicht sofort ein. Doch. Wir müssen ja die Wohnung noch ausräumen. Ja. Beide, deine und meine. Und natürlich auch noch das Haus, weil dieses haben wir ja mit Möbel gekauft. Das wird auch nochmal eine spannende Videoreihe werden, wenn wir das Haus so entrümpeln und da auf Schatzsuche gehen. Aber wir emotionalisieren schon wieder. Du merkst es. Einfach jetzt. Der Vorverkaufsvertrag, der wird Tatsache nächste Woche schon in Angriff genommen. Das kann man jetzt sehen, wie man will. Es wird die Fraktionen geben, die sagen, das ist viel zu früh. Es wird die Fraktionen sagen, es ist genau richtig. Das Ding ist halt, das ist halt ja, die Erwartungshaltung, dass wir diesen Vorverkaufsvertrag schon besprechen müssen, weil sonst der Verkäufer, nehme ich mal an, da ein bisschen ungeduldig wird. Wenn das Risiko, was wir dadurch haben, wenn das Geschäft aus irgendwelchen Gründen nicht zustande kommt, dass dass wir den Vorvertrag dann halt bezahlen müssen, ist aber nicht so teuer wie die gesamte Beurkundung von A bis Z. Es ist halt, ich glaube, das kostet 1.300 Euro. Das ist so die günstigste Pauschale für einen Notar. Ich muss das jetzt auch mal so sagen. Ich finde, ich muss in meinem nächsten Leben ein Notar werden. Die haben Vorlagen und Satzbausteine. Und auch tragen auch kein wirkliches Risiko, weil es sind ja Satzbausteine, die sie in den Vertrag einfügen. Und dafür kriegen die so viel Asche. Wir sprechen hier von zwischen 7.000 bis 9.000 Euro. Das ist unglaublich für Satzbausteine, die es bei Google gibt. Als ich mein Haus verkauft habe, habe ich genau diesen Vertrag bei Google gefunden. Es ist tatsächlich wirklich eine Menge Geld, die ja auf den Kaufpreis natürlich noch on top kommt. Ein Glück muss der Notar das versteuern. Ein Glück hat der Notar Einkommensteuer zurzeit, weil das ist eine riesengroße Frechheit. Ich muss das immer wieder sagen. Und wenn wir mal ganz ehrlich sind, auch die Maklerprovision für das, was ein Makler im Prinzip tut, der hat damit keine 3 Tage Arbeit. Also 3 Tage Arbeitsstunden, das sind 8, 16, 24 Zeitstunden. Und dafür bekommt so ein Makler zwischen 10.000 und 20.000 Euro, je nach Verkaufspreis. Genau. Das sind einfach keine gerechtfertigten Preise in der Welt, wo ich als ausgelernter Einzelhandelskaufmann für, keine Ahnung, 7 Euro die Stunde die Regale sauber gemacht habe, der einen wirklich anstrengenderen Job hat mit sehr viel mehr Stress. Und ich glaube, hier 95% unserer Zuschauer haben einen ähnlichen stressigen Job, kriegen aber gerade mal einen Lohn, womit man schon mit Bauchschmerzen zur Tankstelle fährt. Und der Notar bzw. der Makler, die kriegen die dicken Geldbörsen. Lassen wir das Thema. Wir sind gespannt. Wir warten einfach jetzt die nächsten Tage ab. Jetzt ist eh das Wochenende dazwischen für uns. Und
ihr, wir können ja jetzt auch nichts machen. Nö, außer abwarten, Geduld haben und Claudis neues Buch lesen. Ja. Deswegen hier in diesem Video, unter diesem Video verlinkt Claudis neues Buch, Sammy, endlich ankommen. Ein richtig tolles Buch aus der Sicht von dem süßen Sammy. Ja, wir sagen jetzt Tschüss, würde ich sagen. Ja, schön, dass ihr mit dabei wart. Wünschen euch ein schönes Wochenende und wir sehen uns am Mittwoch wieder. Tschüss. Tschüss.